Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal auf Nachtwache Lass gehen. uns auf Nachtwache gehen. Wird ein bisschen schwierig. Such dir ein Bett. Ja, okay. Ich dachte, wir warten dann und chillen und uns saufen gemeinsam bis Abend ist, aber... So, ach wunderbar, eine kostenlose Herberge. Sehr kuschelig. Verdammt. Die ganze Welt geht zugrunde und trotzdem geht jeder immer noch seinem alltäglichen Einerlei nach. Schon ein Biest. Lass uns auf Nachtwache gehen. Alles klar. Brechen wir auf. Am besten, wir gehen ein bisschen abseits der Wege und schauen auch mal hinter den Häusern nach. Mhm. Ja, hier laufen ja schon richtig viele Leute. Ist nicht blöd. Wir werden ihn wohl kaum auf der Hauptstraße treffen. Na, ja, vielleicht erwischen wir auch Leute, die Häuser anpinkeln oder in fremde Häuser scheißen. Oh ja. Oh mein Gott. Schnappe ich mir. Alles klar, ich warte hier. Okay, gib mir Rückendeckung, falls er abhauen will. Er pisst nur. Hey du, komm mal kurz her. Wie, was? Meinst du mich? Ja. Was machst du hier hin? Wir erwischen tatsächlich Leute. Ich weiß, dass du den Anschlag auf Red verübt hast. Leugnen hat keinen Sinn. Was? Nein! Warum sollte ich das tun? Ich bin seit 6 Jahren ein Berserker und habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Wirklich. Kannst du mir dann erklären, was du hier machst? Die Sache ist die... Ach, scheiße. Ich geb's ja zu. Ich hab versucht, dir durchs Fenster zu pissen. Wie bitte? Der Typ, der hier wohnt, hat sich an meine Alte rangemacht. Ich wollte dir mal eine Lektion erteilen. Ich will dir mal glauben. Für den Moment. Verschwinde von hier. Bei Ragnar. Danke. Ich bin da mal weg. Wir behalten dich im Auge. Vielleicht finden wir den Häuserscheißer. Ja, das war wohl nichts. So ekelhaft das ist, jemandem durchs Fenster pissen ist streng genommen nicht verboten. Lass uns das vergessen und einfach weitergehen. Nein. Halt die Augen offen. Jede Kleinigkeit könnte von Bedeutung sein. Das wird mein Lebensmotto. Oh, das hätte ich im Spruch im Abi-Jahrbuch. Jemanden durchs Fenster zu pissen ist streng genommen nicht verboten. Jo, sind die kleinen Kinder. Das sollten wir uns mal näher ansehen. Hier sind echt auch nachts zu viele Leute. I mean, guck euch das an. Sieht man mich? Benimm dich, klar? Ja, anscheinend schon. Hey, hier ist doch voll die krasse Wand. I mean. Ja, okay. Ja, da kann man aber echt mal gut nachts klauen. Ich meine, hier, guckt euch das an. Sieht man Angst, uns? Entdeckt zu werden? Ja. Das Schleichen kannst du dir sparen. Nee, guck mal jetzt, guck mal weg. Wer guckt mich denn überhaupt gerade an? Die Kinder? Das wären die einzigen, die mich sehen würden. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Hier sind erwachsene Stimmen anscheinend. Och, können die kleinen Kinder eigentlich auch mal schlafen gehen, Alter? Das ist sack spät. Ich brauche Gasmasken. Oh. Taschendiebstahl. Es ist wirklich das Dreckskind, das er uns da sieht. Und Leute bestehen, die pennen, ist schon Luxus. Also müssen wir auch mal echt in die Häuser gucken. Ja, gut, dass du wach bist, das ist okay. Wer schleicht, hat meist keine guten Absichten. Und hast du die zwei da gesehen? Die sehen verdächtig aus. Lass uns mal näher herangehen. Vielleicht bekommen wir ja irgendwas mit. Gute Idee. Lass uns erst mal zuhören. Geh nah genug ran, so dass du sie hören kannst. Warte auf mein Zeichen. Bei wem? Bei dem Typ? Bei wem denn? Nachtwache.
Was schleichst du hier herum? Die Nachtwachen, die mir hart auf den Sack. Oh, ach so, die beiden. Warte. Was willst du von mir? Ich hab nichts für dich. Jetzt komm her zum... Hey! Genug gehört. Halt! Du da! Du hast mir voll die Tour vermasselt. Du Arschloch hast dir wohl das Gehirn weggesoffen. Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich hätte dir doch nichts getan. Sehe ich dich noch mal so mit deiner Frau reden, ramme ich dich ungespitzt in den Boden. Scheiße, Mann. Ist ja gut. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu viel getrunken. Hau ab, geh schlafen und denk gut drüber nach, was du gerade machen wolltest. Jetzt verzieh dich. So ein Arschloch, den behalte ich in Zukunft im Auge. Allerdings hat dieser hässliche Zwischenfall nichts mit unserer Sache zu tun. Lass uns mal bei der Schmiede schauen. Da sind immerhin die Nägel geklaut worden. Ja, lass uns mal zur Sache kommen. Was hier vorkommt. In Goliath hätte es das nicht gegeben. Sind die Nachtwachen weg? Wait a second, ist es Chloe? Nee, Berserker. Hoffentlich erwischen wir an der Schmiede jemanden. Halt, jetzt sind auch alle Leute weg. Wenn nicht, hier wird nicht dann bin ich auch langsam. Wer sieht mich denn noch? Ideen. Heute Nacht ist ja echt einiges los. Es ist Wolf? Nur niemand, der Zettel verteilt. Es ist Wolf. Shit. Aber oh, hier wäre richtig ein gutes Sorge, Zeug. Dass wir solange niemanden mehr treffen bist, werden, der etwas damit zu tun hat. Naja, warten wir es erstmal ab. Noch ist unsere Runde nicht beendet. Es sind nachts echt zu viele Leute wach. Das ist ja krank. Hier bin ich auch noch. Ich höre doch etwas. Warum werde ich gesehen? Du hast ja nichts verloren. Kluge Entscheidung. Wir müssen wohl Wolf werden. Wir lassen es wie ein Unfall aussehen. Ja, bleib mal stehen, Wolf. Jetzt guckt gerade keiner. Da ist jemand an der Schmiede. Der ist für dich. Red du mit ihm. Ach, nö, lass mal. Okay. Okay, ich kümmere mich um den. Alles klar, aber mach keinen Scheiß. Ich passe auf, als er abhauen will. Ja, das sieht tatsächlich verdächtig aus, aber... Zu einfach. Er ist aufmerksam. Zu einfach. Aber... Ups. Du klaust nicht mehr lange. Okay! Ja, was willst du eigentlich? Nein! So. Lasse, wir sind Freunde! Ach, cool. Okay, zweimal klauen geht. Hey! Was ist denn? Klaust du hier etwa? Hast du sie noch alle? Du bist ja nicht meine Wache. Warum sollte ich dir irgendwas erzählen? Verpiss dich! Sag mal nicht, oh, Konstitution haben wir nicht. Wir sollen ihn jetzt noch bestechen. Wir sollen ihn bestechen für so eine Scheiße? Nein. Sag mir, was ich wissen will, sonst bekommst du ein paar aufs Maul. Du bist ja geil. Ach nee. Oh, auf einmal haut er zu. Als ob das aber jetzt die Zerstörung einfach stark ansteigen lässt. Naja. Scheiße. Du hast echt einen harten Schlag drauf.
Erzähl mir lieber, was du hier gemacht hast, wenn du nicht noch eine Packung haben willst. Ja, schon gut. Muss dich leider enttäuschen. Hab hier weder geklaut noch sonst irgendwas angestellt. Ich hab meine Kippen hier irgendwo verloren. Hab sie gesucht. Das ist alles. Ich war sonst die ganze Zeit in der Kneipe. Wollte mir nur mal die Beine vertreten und eine rauchen. Da sind die mir runtergefallen. Den Mist kannst du deiner Oma erzählen. Ist aber so. Wir können uns so oft prügeln, wie du willst. Die Geschichte ändert sich nicht. Ich hab hier nichts gestohlen. Na schön, dann hau mal ab. Mach ich. Ich geh direkt zurück zu Chloe, weitersaufen. Hab vor, heute noch richtig dicht zu werden. Hä, aber als ob er hier seine Kippen verloren hat beim Schmied. Und der nächste, das ist einfach zu weit entfernt. Lass uns die Runde beenden und wieder zur Kneipe zurückgehen. Ja, jetzt hat er Karten. Du hättest mir bei dem Kampf ruhig mal helfen können. Ich dachte mir, du schaffst das schon alleine. Außerdem habe ich die Packung Kippen gefunden, die der Typ verloren hatte. Als Wache prügle ich mich nicht einfach so. Ich hätte das anders geregelt. Also hör auf zu schmollen und lass uns zurückgehen. Tja. Ja, komm, das geht jetzt nicht noch per Zufall diese Typen in die Hände. Also ich meine das mit... Was ist das? Ich glaube langsam nicht mehr daran. Ich auch nicht. Das mit der Zerstörung kann ich ja noch... Finde ich ja noch... Warum? Kann man ja noch ändern, aber... Hast dich ganz ordentlich geschlagen. Richtig blöd ist es halt tatsächlich, dass Bulli uns dadurch weniger gemocht hat. So, wir sind fast wieder zurück. Ist dir noch etwas aufgefallen? Nein. Mir auch nicht. Mist. Ah, ich habe das Gefühl, wir laufen gleich genau dem Schuldigen über den Weg. Dass auch den Nachtwachen nichts auffällt, ne? Das Monster? Okay, hier da unten in der Schlucht. Anscheinend ist es auf uns getriggert. Also ist wahrscheinlich Finlay. Mein nice Mana. Boah, das ist halt wirklich unser Besoffener. Da vorne ist schon wieder die Kneipe. Ich werde mich da drin noch ein bisschen umhören. Vielleicht bekomme ich ja was Interessantes mit. Ansonsten war's das wohl. Was? Weitergebracht hat uns das Bulli, gefällt das auf nicht? Fall nicht? Was? Halt, wir haben gar nichts gemacht. Keine Ahnung. Wir sollten uns einfach ein bisschen getrennt umhören. Aktuell weiß ich nicht weiter. Wenn dir irgendwas auffällt, du irgendwas hörst oder siehst, komm direkt zu mir damit. Also dann, wir sehen uns später. Oh je. Hä? Aber halt, wieso gefällt das Bulli nicht? Hätten wir da was rausfinden sollen oder so? Also jetzt, Von mir aus, dass das ihm unsere Entscheidung nicht gefällt. Ja, damit kann ich leben. Was wollte ich sagen? Aber, dass ihm das nicht gefällt, wofür wir gar nichts können. Und er uns deswegen nicht mag, das kann ich so nicht akzeptieren. Wir sind fast wieder zurück. Ist dir noch etwas aufgefallen? Safe, nein. Hier hätte man doch mir irgendwas finden müssen oder so. Also. Oh.
Baut jemand von euch hier Scheiße eventuell? Kaya. Später. Okay, Kaya ist jetzt hier bei den Berserkern einfach. Aber mit der kann man immer noch nicht reden. Toll. Feier ich gar nicht. Okay, und er meint die ganze Zeit Kaya. Wow. Wenn ich jetzt speichern und schlafen gehe. Beziehungsweise. Hätte gerne noch was von dir. Zu einfach. Ja, wenn die schlafen, dann ist Taschendiebstahl quasi safe. Zumindest der erste. Legen wir es mal dazu. Ach, guten Morgen, Schatz. Es juckt sie nicht. Lass dich nicht zu Dummheiten hinreißen. Okay, Wolf steht noch da. Ja, dann lasse ich Bulli mal schnell warten, weil... Und jetzt leih mir mal dein Ohr, ich war noch nicht...